Hallo ihr Lieben. So, ich brauche neues Brot und habe gedacht, ich hole euch heute mal dazu, wenn ich mein Dinkelbrot mit Biss mache. Ich zeige euch mal, was ich vorbereitet habe. Und zwar hier stehen schon die ganzen Zutaten. Als erstes werden wir jetzt 350 Gramm lauwarmes Wasser mit, ich sag mal, so einem guten Viertel Würfel frische Hefe. Und einen Teelöffel habe ich mir, glaube ich, habe mir das alles schon mal aufgeschrieben, weil das ist ein Rezept von mir, weil ich aber schon lange nicht mehr gemacht habe. Genau. Ein Teelöffel Zuckersirup, Zuckerrübensirup, so heißt es. Oh, der klebt immer schön. Sekunde, ich zeige euch den sofort. Den habe ich immer von Goldsaft, heißt der. Gibt es aber, glaube ich, auch von anderen Firmen. So, da ich zu faul bin, das Ganze jetzt in der Kenwood zu erwärmen, habe ich direkt warmes Wasser genommen. Und Sekunde. Und werde das jetzt mit dem Schneebesen eben vermengen. Ihr könnt das natürlich im Thermomix 2 Minuten bei 37 Grad oder in der Kenwood 2 Minuten bei 37 Grad erwärmen. Kann man sich aber auch sparen, indem man das ganz kurz eben den Schneebesen von Hand aufrührt. So. So sieht das jetzt aus. Dann habe ich mir hier zurechtgestellt 200 Gramm Dinkelvollkornmehl, 150 Gramm Roggenmehl Typ 1150 und 150 Gramm Weizenmehl Typ 550. Das geben wir jetzt hier rein. Dann geben wir dazu 2 Teelöffel Trockensauerteig. Ich habe immer den Bio-Trockensauerteig, den kriegt ihr bei Edeka oder bei, keine Ahnung, Kaufland oder man kann den halt auch online bestellen. Dann geben wir dazu 1,5 Teelöffel Salz. Dann geben wir dazu 1 Teelöffel Backmalz, das mache ich ja immer selber. Das Filmchen dazu findet ihr auch auf meinem YouTube-Channel. Dann geben wir dazu Apfelessig, den wiege ich mal eben ab. So, 25 Gramm Apfelessig. So. Und dann geben wir noch dazu, habe ich hier 50 Gramm Sonnenblumenkerne und 50 Gramm Kürbiskerne. Ich gucke mal eben, ob ich nichts vergessen habe. Nö. So, und das kneten wir jetzt. Und zwar vermenge ich das erstmal. Knethaken habe ich eingesetzt. Dann vermenge ich das Ganze erstmal auf Stufe Minimal. Und dann werde ich das nochmal 4 bis 5 Minuten kneten, so dass ich einen schönen Teig habe. Dann fülle ich das um in meine große Nixe und lasse das Ganze eine Stunde gehen. Wenn der Teig fertig ist, zeige ich ihn euch nochmal und hole euch wieder dazu. So ihr Lieben, meine Maschine hat gepiept. Da habe ich den Teig jetzt 4 Minuten geknetet. Ich zeige euch den mal. Zwar ist er etwas weicher. Sekunde. So sieht er jetzt aus. Den fülle ich jetzt um in die Nixe und dann kann er erstmal eine Stunde ruhen. Danach falten wir den dann und bearbeiten ihn wie immer. Na, jetzt will er nicht. Und dann werde ich den im kleinen Zaubermeister in unserer Lilly werden wir den dann schön backen. Sekunde, ich zeige euch das sofort. Dann kann man dann nachher nämlich das Volumen sehen, wie der sich wunderbar entwickelt hat. Also ungefähr ist die Nixe jetzt ja, zur Hälfte gefüllt. Das ist die 2 Liter Nixe. Deckel drauf. Eine Stunde ruhen lassen. Und dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich.
So, ihr Lieben, der Brotteig ist jetzt die ganze Zeit gegangen. Wie gesagt, normalerweise reicht es eine Stunde, aber ich habe ja in der Zeit das Abendessen noch zubereitet. Das heißt, wir falten jetzt noch eben das Brot, damit das gleich in den Backofen kann, wenn das Essen fertig ist. Ich habe die Backmatte schon wieder leicht bemehlt, weil das müssen wir jetzt noch falten. Und dann kommt das gleich in den Ofen. Da der Teig ein bisschen feuchter ist, müsst ihr zwischendurch immer mal wieder bemehlen, damit er euch nicht zu sehr an der Backmatte klebt. Zeige ich euch aber. Wir backen das gleich in dem kleinen Zaubermeister, in der Lili. Den habe ich schon mit Albaöl wieder gefettet und ein bisschen Mehl reingegeben. So, jetzt gebt ihr von oben auf den Teig wieder mit dem Streufix ein bisschen Mehl. Und jetzt falten wir das Brot, um das danach schön zu spannen, damit das ein schönes, hohes Brot gibt. Also wie gesagt, wenn ihr hier seht, dass das an der Backmatte klebt, einfach zwischendurch ein bisschen Mehl wieder drauf geben. Na, der ist ein bisschen feuchter, aber wie gesagt, das lohnt sich, weil es wirklich ein sehr, sehr leckeres Dinkelbrot ist. Oder ein Mischbrot. Ist ja nicht nur Dinkel, ist ja auch Weizen und Roggen. Einfach mehrmals überschlagen. Das kennt ihr ja schon aus den anderen Filmen. Und dann ist wichtig, dass ihr wirklich das Brot gleich auf Spannung bringt, zu einer schönen Kugel, damit das auch ein schönes, rundes Brot gibt. Geben wir ein bisschen Mehl an die Hände und dann spannen wir das Brot. Wie gesagt, das ist immer wichtig, damit ihr ein richtig schönes, hohes Brot habt. Und dazu zieht ihr den Teig von oben, also da müsst ihr halt immer wieder Mehl von der Backmatte nehmen oder an eure Finger machen, damit ihr nicht festklebt. Den Teig von oben runterziehen und unten so zusammendrücken. Dann seht ihr, wie sich die Kürbiskerne hier schon fast rausdrücken. Und dadurch spannt er sich richtig schön und ist dann schön rund gleich. So. Das kommt jetzt hier rein. Gebe ich ein bisschen Mehl oben drauf. Ritz das noch mal kurz ein. Und dann kommt das jetzt gleich, wenn das Abendessen aus dem Backofen kommt, kommt das Brot in den Backofen und wenn das fertig ist, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So ihr Lieben, das Brot ist fertig. Ich zeige es euch mal. Ich habe es gerade aus dem Ofen geholt. Es duftet wunderbar. So sieht das jetzt aus. So, das ist das Dinkelbrot mit Biss. Jetzt schauen wir, ob es auch durchgebacken ist. Dann nimmt er das einfach und klopft. Wenn es hohl klingt, so wie jetzt, ist es fertig. So, ihr Lieben. Das ist ein ganz leckeres Brot. Soll ich es mal anschneiden? Na komm, für euch schneide ich es an. Dann kann meine liebe Beatrix, sie hat sich da hinten nämlich versteckt, damit ihr die nicht seht. Die kann das frische Brot, ich stelle euch mal hoch, die darf dann das frische Brot probieren. Und wenn die sagt, das schmeckt, dann lade ich es hoch. Na, Beatrice? Ja, auf jeden Fall. Ich kann Beatrix, Trixi, eigentlich sagen alle Trixi, aber ich bin das so gewohnt, die so zu nennen und irgendwie kriege ich das nicht anders hin. Naja, so ihr Lieben, jetzt schneiden wir das geniale Brot mal an. Ich liebe, wirklich, ich liebe selbstgebackenes Brot, wirklich. Schaut euch das mal an. Wie wunderbar. Das ist der Vorteil natürlich, ihr seht, jetzt sind die Körner noch ganz. Wenn ihr in Thermomix den Teig macht, das schreibe ich euch aber auch im Rezept, dann bitte nicht so wie ich am Ende oder wenn ich alles zusammengemischt habe, habe ich ja direkt die Sonnenblumenkerne und die Kürbiskerne dazugegeben. Das bitte beim Thermomix nicht machen, weil der zerkleinert euch die. Da gebt ihr die einfach am Ende durch, Ende rein
Und dann rührt ihr einfach noch mal einmal kurz den Teig um, weil sonst würdet ihr euch die klein machen. Die Trixi darf jetzt probieren. Trixi, kommst du mal an meine Seite? Die traut sich nicht, die wollte sich verstecken, aber ihr seht die jetzt. Hallo. Guck mal, das ist die Trixi, die darf jetzt das Brot probieren. Heiß, heiß, heiß. Verstecken geht hier nicht. Der Hammer, wie immer. Ihr Lieben, ihr hört's, ja, backt's mal nach und gebt mir mal ein Feedback. Ich lade morgen alles hoch, schreibe euch, wie gesagt, natürlich für beide Maschinen das Rezept. Und wenn ihr keine Küchenmaschine habt, ist auch kein Problem, dann einfach von Hand untermengen. Sie grinst, also schmeckt alles gut. Ist gelungen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bis zum nächsten Film. Eure Judith. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.